Ihnen einen schönen guten Tag und herzlich willkommen. Mit uns starten Sie jetzt gut informiert ins Wochenende und das sind die aktuellen Themen heute. Landtagswahlen im Corona-Hotspot Thüringen. Das könnte nicht nur für alle Beteiligten alles noch schlimmer machen. Ja, und so geriet der nach dem Wahldebakel vor einem Jahr von Rot-Rot-Grün und CDU angepeilte 25. April immer mehr ins Wackeln. Am lautesten waren ja zuletzt die Grünen von dem Termin abgerückt und gestern nach stundenlangen Verhandlungen dann nun die Verschiebung. Ja, und auch in Sachsen-Anhalt steht ja in diesem Jahr eine Landtagswahl an. Sie ist bereits um 3 Monate verschoben worden. Eigentlich hätte im März gewählt werden sollen. Eine weitere Verschiebung steht aber derzeit nicht zur Debatte. CDU und Linke sagten auf MDR-Anfrage, sie halten am bisherigen Zeitplan fest und halten noch Ende Januar ihre Listenparteitage ab. Und Gleiches gilt für die SPD und die Freien Wähler, die ja ebenfalls im Januar ihre Kandidatenlisten aufstellen wollen. 15 Minuten hat heute jeder Kandidat Sprechzeit. Corona beschränkt eben auch den CDU-Parteitag. Und in der Berliner Messehalle werden heute auch nicht 1001 Delegierte sitzen. Vor Ort ist nur die Parteiführung, die 3 Kandidaten für den CDU-Vorsitz und wenige Kameraleute. Und die Delegierten sind Corona-konform digital dabei. Tja, und der Kampf gegen die Corona-Pandemie geht heute in eine entscheidende Phase. In Halberstadt bekam Edith Kosala im hohen Alter von 101 Jahren die 2. Corona-Impfung. Als deutschlandweit erste Person hatte sie ja bereits die 1. Anti-Corona-Spritze am 2. Weihnachtsfeiertag, also einen Tag vor dem proklamierten Impfstart, bekommen. Und heute also Teil 2. Ja, und wir bitten Sie, die Tonqualität zu entschuldigen. Benita Martin aus Chemnitz ist eigentlich Ärztin, aber sie hat noch eine weitere Profession. Sie malt leidenschaftlich gern und testet auch immer wieder neue Techniken und Stilrichtungen, wie ihre 3-dimensionale Maltechnik etwa. Und die hat sie sich sogar ganz offiziell patentieren lassen. Von der Kunst geht es jetzt zum Sport mit weniger angenehmen Themen, Tom. Ja, in der Tat. Besonders wenn es ums Thema Doping geht, da rollen ja schon viele wieder mit den Augen. Die finden sich in Dips, wie Dippoldiswalde ja liebevoll genannt wird. Hier erblicken Sie das Licht der Welt, die kleinen Blumenmädchen aus den künstlerischen Werkstätten, die erfreuen Sammlerherzen weltweit. Seit 75 Jahren werden die zauberhaften Holzfiguren in der Nähe von Dresden hergestellt. Aber jetzt ist die Tradition in liebevolle Hände abzugeben. Es wird händeringend ein Nachfolger gesucht. Genau, einfach mal an die frische Luft gehen und vergessen Sie Ihren Fotoapparat nicht. Oder noch einfacher, machen Sie schöne Fotos mit dem Handy. Und die zeigen wir dann hier im Vorspann unserer Sendung. Und heute haben wir dieses schöne Bild von Hardy Schulz gezeigt. Und entstanden ist das Foto bei Schleiz in Thüringen im Saale-Orla-Kreis. Also eine schöne Morgenstimmung. Herzlichen Dank dafür. Wir freuen uns auf weitere Fotos von Ihnen. Und wir schauen jetzt mal, wie das Wetter so wird. Wir wünschen Ihnen jetzt ein schönes Wochenende, bedanken uns ganz herzlich fürs Zuschauen und hier sehen Sie jetzt in aller Freundschaft. Tschüss.